So, kommt eine Frau beim Arzt. Kinderhörspiel. Bin schon fertig. War gar nicht so schlimm. So, dann machen wir hier drüben mal nochmal ganz schnell eben hier. Guck mal, da können wir das auch dran klatschen. Das ist total schön. Das sieht dann total scheiße aus, oder? Das sieht scheiße aus, ja. Ja? Wobei eigentlich nicht. Man hat halt einen Rundumblick. Den möchte ich gerne von allen Seiten genießen in meinem wunderschönen Zuhause. Deswegen kaufe ich überall ganz wunderschöne Fenster. Das Haus der Fenster. Das Haus der Fenster. Der Flur bleibt schön dunkel, der bleibt fensterlos. Hier machen wir dann mal was anders hin, ins Badezimmer vielleicht. Wir haben doch die Erker. Können wir die Erker hier nutzen? Die hatten wir da, glaube ich, vorher. Die Erker nutzen? Ja. Nein, das passt nicht. Hier passt es vielleicht. Nein. Ja. Vielleicht können wir eine 7x10 Meter große... Nein. Nein, das sieht auch scheiße aus. Was ist damit? Nein. Uah, immer hässlicher. Das sind die, oder? Ne, das sind die größeren. 3er-Fenster. Nö. Ganz eindeutig unmöglich. Ja, dann müssen wir weiter mit dem machen hier. Jupp. Eins nach hier. Eins nach hier. Und da geht auch noch eins hin. Nein. Das sind 3er-Fenster! Das sind 3er hinsetzen. Mein Gott! Zu krass, oder? Nee. Es ist viel zu krass, Baby. Smashy Chick Delic, Baby. Eins oder zwei? Zwei. So? Ja. Ich finde die Form für ein Badezimmer wirklich schon reichlich hässlich, wenn ich ehrlich bin. Aber nun gut. Es muss auch hässliche Badezimmer geben. Yep. Kannst du jetzt mal aufhören mit dieser kreativlosen Kake? Nö. Du kannst auch, ja, man kann auch optisch mehr daraus machen aus dem Badezimmer. Man kann auch bestimmt Stufen einbringen und... Ich könnte dich auch einfach gleich mal ein bisschen mit dem Kopf in die Schüssel drücken. Mal gucken, wie lange du so die Luft anhalten kannst. In die Chipsschüssel? Ah, in die Chipsschüssel, hast du recht. Genau, in die Chipsschüssel. Aha. Wir wollen jetzt übrigens einen Hauch von Dekadenz haben. Wie wollen wir das Badezimmer denn jetzt einrichten? In dem gleichen Stil wie vorher oder lieber noch schöner? Dekadent halt. Kalt wie eine Seehundschnauze. Spielplatzboden, weiche Landung. Was? Erinnerst du dich an diese Schaumstoffplatten? Um die Klettergerüste drumherum, die du teilweise hast, so richtig Moosgummiplatten gefühlt. Ich glaube, das ist damit gemeint. Also widerlich. Kann ich hier ein Fundament reinmachen? Oder so ein Plateau halt? Nachträglich nicht mehr, glaube ich. Aber ich will das. Also wir können hier keinen Plateng reinmachen, sehe ich das richtig? Kein Plateng. Das heißt, wir müssen ebenerdig arbeiten, das ist natürlich schlecht. Wir könnten hier natürlich jetzt mit einem Pool arbeiten, mit unserem guten 1x1 Pool. Schön. Traumhaft. Dann machen wir direkt mal wieder weg. Sprich, du möchtest einen Whirlpool haben. Mehr oder weniger? Gibt's nicht. Braucht man das Wallpack für? Darf ich das bitte drehen? Toll, ne? Baumhaft. Benutzerdefiniertes Pool-Tool. Pool-Tool. Viereckiger Pool, Pool-Tool. Ach, ist das schön! Alter, wie tief ist der denn? Das sieht aus wie Kilometer. Ach so, weil keine Decke drin ist. Das reflektiert ja. Ich hab das schon verstanden. Ich bin ja nicht ganz blöd. Das war falsch. Ina! Ina, das klappt nicht! Nimm das dreieckige Teil. Besser. Jo. Meine so. Dann ja so. Hab ich selber gemacht. Uhu. Bist du gar nicht stolz auf mich? Alles deins. So, und dann wollen wir hier doch
Vielleicht sollten wir, bevor wir irgendwie anfangen mit Halbwänden und so ein Scheiß, vielleicht lieber erstmal. Wo ist eine Halbwand? Benutzerdefiniertes. Ach, guck mal, man kann ja auch einfach mit dem Keller ziehen. Ist einfacher als gedacht. Jo. Das haben wir ein bisschen komplizierter gemacht, ne? Irgendwie schon, ja. Zimmertool, Raumtool. Wo ist denn Halbwandtool? Ach, guck mal. Das auch schön. Was mache ich hier für einen Quatsch? Ganz genau. So. Nein. So. So ist alles gut. Dreieckige Terrasse. Ne, ist ja auch schon wieder Terrasse. Gab's nicht Halbwände? Halbwände. Wo gibt's Halbwände, ja? Halbwandleisten. Ach, was schön immer. Du kannst auch offensichtlich ganz, ganz flache. Ja, hier so eine kurze Halbwand. Irgendwas ist hier falsch. Ja. Mal auf zurück. Rückgängig. Jetzt ist gut. Ist gut. Ist gut. So, wie können wir das denn jetzt hier platzieren? Indem du draufklickst und es dann. Ah, der macht aus einer Wand, macht er eine Halbwand. Verstehe ich das richtig? Ich glaube ja. Ich nichts wissen. Das ist ja nur sehr klein, der Pool, ne? Vielleicht machen wir den ein bisschen größer. Ich glaube, wir machen den mal. Das, glaube ich, ist gerade total spannend, was ich hier mache auch, ne? Schmeiß da noch mal ein bisschen Wasser rein. Lachst du mich gerade aus? Ich lach doch gar nicht. Fräulein, komm du mir mal nach Hause, du. Ich bin zu Hause. Kriegst gleich bis zu Hause. Ich finde das schön. Und jetzt noch eine Leiter dahin. Sonst können wir unsere Sims mal wieder ersaufen lassen. Ja, aber erst brauchen wir hier eine Basiswandkrone. Aus piekfeinem. Das finde ich schön. Findest du das auch Ein schön? Träumchen. Wir könnten natürlich auch die Farbe von den Fenstern hier aufgreifen. Die Rahmeninnenfarbe. Weil die haben wir, guck mal, das ist nämlich gar nicht die gleiche Rahmeninnenfarbe, oder? Die anderen Räume sind nur einfach noch nicht beleuchtet. Das könnte daran liegen, da hast du recht. So, wir haben jetzt einen wunderschönen Pool. Findest du den Pool schön? Ein Träumchen, ein Hauch von Dekadenz. Na, wenigstens einer, der es schön findet. Dann nehmen wir doch mal hier das hier. Das sieht doch bestimmt toll aus. Oder ist das für Unterwasser? Was anderes für Unterwasser? Das hier. Jupp. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt auch wieder das komplette Raumdingsbums nehmen können, ne? Weiß ich nicht. Möglicherweise. So, haben wir den schon mal? Also wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht.
Gibt es hier so eine Schräge, die man irgendwie angleichen kann? Die Wände von innen noch. Ja, das weiß ich. Die müssen aber komplett... Oh, die ist ja immer alles im Weg! Manometer, alter Peter. So. Das haben wir doch schon mal hier. Lecker Böhlchen, hör mal. Da können wir erstmal drauf buhlen. Dann brauchen wir jetzt hier noch eine adäquate Beleuchtung. Dann nehmen wir doch, würde ich sagen, als allererstes mal für diese schönen Lämpchen, die wir hier platziert haben. Oder sollen wir die nehmen? Die nach unten gerichtet werden wohl besser. Wobei, indirektes Licht ist auch gut. Haben wir da noch eine von, oder war das die aus dem Schlafzimmer? Ich glaube, das war die aus dem Schlafzimmer. Okay. Passt das Lämpchen überhaupt dazu? Fragungszeichen? Tatsächlich nicht. Was für einen soll man denn dann nehmen? Diese indirekten wären vielleicht tatsächlich besser. Die nach oben pilandeln. Genau. Vielleicht gibt es ja auch Unterwasserbeleuchtung. Möglich wäre es. Hier kriege ich die Höhe schon wieder nicht hin. Ein bisschen viel gedrückt, glaube ich. Nach oben drücken kann ich jetzt leider gerade nicht. Das Spielchen hatten wir nämlich schon mal. Da macht es einen Klick. Kommt Aufnahme aus. Mhm, genau das. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hell, oder? Kannst du ja noch dimmen. Muss ich aber erst in Live-Modus gehen, ne? Intensität einstellen. Alle Lichter, ist alle Lichter im Haus oder nur in... Alle Lichter im Haus. Und eigentlich bräuchten wir ja auch nochmal, so war das, ne? Genau. Und Farbe? Würde ich schon so lassen. Okay. Das ist schon die zweite Folge hier, nur am Rumbauen. So, dann überlegen wir mal, wie wir dann den Rest hier noch gestalten können vom Badezimmer. Es muss ja irgendwie einigermaßen farblich dazu passen. Das ist doch schön. Warte mal, das können wir doch hier unten reinmachen, glaube ich, ne? So. Fertig. Und dann wollen wir noch... Was wollen wir denn jetzt hier noch dazu haben? Die hier? Unsicher. Ich bin mir auch unsicher. Es hat halt bei Sims 4 halt echt so krass wenig Möglichkeiten, die man hat. Ja, dadurch, dass wir halt bisher immer nur das Grundspiel haben, klar. Das haben wir auch in einem anderen Ding hier in Long Johns Thronsaal verbaut. Das heißt, es muss gut sein. Das lässt gar keine andere Möglichkeit zu als das. Wo haben wir denn hier überhaupt die Tür? Da ist nur eine einfache Tür drin. Okay. Und das soll das Wohnzimmer werden, so wie ich das verstanden habe. Ich würde sagen, wir machen eine zweifache Tür rein. Also eine Doppeltür? Genau. Ja, können wir mal gucken, wenn wir dann gleich noch Geld übrig haben. Hat Elisabeth im Übrigen auch verbaut. Eine, die über 2 Meter geht. Ist ja richtig, Kind. Nur welche nehmen wir denn da? Welche passt denn für drinnen? Nicht das Bücherregal. Eine geschlossene wahrscheinlich, ne? Sowas? Oder eher sowas? Vielleicht höher? Da gibt's nichts Vernünftiges. Sowas? Naja, die Scheiben sind nicht vielleicht wirklich gut. Ja, nu. Wir haben aber sonst keine andere Möglichkeit. Man könnte doch damit argumentieren, dass es Milchglasfenster sind. Und das ist doch toll.
geht gar nicht. Das geht. So als Sparbereich. Das wäre cool, wenn wir das hier rein drauf bauen könnten, weißt du? Vielleicht könnten wir das, wenn wir jetzt hier einfach hohe Wände setzen würden. Probier es aus, aber ich bezweifle es. Kann nicht in Wasser platziert werden. Och, ah, warte mal. Oh Mann, oh. Ist doch blöd. Da hat man einmal eine wundervolle Idee und dann klappt es nicht. Ja, weißt du was? Komm, dann nehmen wir jetzt einfach die hier. So. Schick und schön. Wir sollten hier übrigens auch noch ein bisschen andere Farbe an die Wand bringen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Aber wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Ich komme irgendwie schon eine halbe Stunde rum. Hast du was mitgekriegt? Nee, ne? Ich auch nicht. Gut, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao!